Wie entsteht der Spielzeug Porsche von Playmobil? Das zeigen wir anhand der 911er-Produktion am Standort Dietenhofen. Ja, wir mussten zwei Marken zusammenbringen, Porsche und Playmobil. Das Design sollte bei beiden ja bleiben. Trotzdem mussten wir da einiges reduzieren an Details, um die zwei Dinge zusammenzubringen und Porsche als Porsche zu belassen und trotzdem das Ganze als Playmobil-Produkte auf den Markt bringen zu können. Ich denke, wir haben da ein tolles Produkt geschaffen in dieser Kooperation und wir haben jetzt ein klasse Playmobil-Porsche für Jungs und auch für die Väter. Hier werden die Playmobil 911er produziert und tragen wie ihr großes Vorbild das Gütesiegel Made in Germany. Ihr Rohstoff ist Kunststoffgranulat. Es wird erhitzt und in speziell für das jeweilige Spielzeugteil angefertigte Stahlformen in Form gegossen. Auf diese Weise entsteht zum Beispiel die 911er Karosserie in rund 30 Sekunden bei einer Temperatur von 320 Grad. In einem nächsten Arbeitsschritt werden das Porsche-Wappen und der 911er-Schriftzug auf die Karosserien gedruckt. Wie bei Porsche in Zuffenhausen gibt es auch bei Playmobil in Dietenhofen eine Montagelinie. Dort werden die 18 Einzelteile des Fahrzeugs zusammengefügt. Anschließend werden bei der Hochzeit Unterboden und Karosserie miteinander verschraubt. Rund 1000 Einheiten laufen in Dietenhofen pro Stunde vom Band. Der letzte Arbeitsschritt ist die Verpackung. Die gedruckten Kartonagen werden maschinell gefaltet, ehe sie jeweils mit den 50 Einzelteilen des Spielzeugsets bestückt werden, inklusive des Porsche-Fahrers und des Service-Mitarbeiters, die aus dem Playmobil-Werk auf Malta stammen. Jetzt ist der Spielzeug-Porsche startklar für spannende Rennen im Kinderzimmer.